Jahren. Wir stehen heute vor einer wichtigen Zeugeneinvernahme hier im NSA-Untersuchungsausschuss. Wir haben einen leitenden Beamten aus dem Bundeskanzleramt geladen und den ehemaligen BND-Präsidenten Urlaub. Und an beide richten wir die zentrale Frage: Was wusste eigentlich die Rechts- und Fachaufsicht sowohl im BND als auch im Bundeskanzleramt für die für uns rechtswidrigen Praktiken des BND in den Jahren von 2001 bis 2013. Da wird es sicherlich darum gehen, zum einen, wie die Operation, die wir ja zuletzt behandelt haben, Iconal, also der Abgriff bei der Deutschen Telekom bzw. Glotec, der Abgriff beim US-amerikanischen Telekommunikationsanbieter im Haus rechtlich bewertet worden, der das grüne Licht gegeben hat dafür, dass man G10-Anordnung rechtsmissbräuchlich verwendet, um an Auslandsverkehre zu kommen, wer dafür verantwortlich ist, dass juristische Bedenken gegen die sogenannte Weltraumtheorie, also dass der Abgriff am Satellit quasi außerhalb der deutschen Gesetze liegt, sozusagen dort das Okay gegeben hat. Wir werden natürlich auch dann darüber reden müssen, was jeweils Kenntnis war zu dem zustande kommen, dann gegebenenfalls auch von Absprachen mit der NSA, der CIA und möglicherweise auch weiteren Diensten der Falkreis-Staaten, weil wir ja davon ausgehen weiterhin, dass diese Kooperation im gegenseitigen Interesse war, also tatsächlich ein Joint Venture, dass beide Seiten davon profitieren sollten durch Technik und Daten, dass getauscht wurde, dass Personal geschult wurde und dass man für dieses Ziel dann auch sämtliche durchaus auch im Haus formulierten rechtlichen Bedenken beiseite gewischt hat. Das ist heute unser Programm. Daneben haben wir eben in der Beratungssitzung natürlich auch über die nächsten Termine gesprochen. Das schließt sich dann sehr gut an. Wir versuchen ja weiterhin einen Vertreter nicht nur von Verizon Deutschland, die wir in der nächsten Sitzungswoche hören werden, zu bekommen als Untersuchungsausschuss, sondern auch einen Firmenvertreter des Mutterkonzerns in den USA. Da gibt es weiterhin mit der Bundesregierung dahingehend Klärungsbedarf, dass sie uns diesen Zeugen erst nach Abschluss eines Konsultationsverfahrens mit den USA benennen will. Hier liegt mittlerweile wohl die Antwort aus den USA vor und wir haben der Bundesregierung aufgegeben, uns bis Mitte nächster Woche ihre abschließende Meinung mitzuteilen, ob der Name in der Akte, der derzeit noch gebläut oder geschwärzt ist, dann dem Ausschuss mitgeteilt wird, damit wir diese Person laden können. Und dann wird natürlich von uns auch auf das Zeugenprogramm für die nächsten Wochen weiter festgelegt. Wir sind jetzt immer noch in der Phase, wo es um die Zusammenarbeit des BND mit den Diensten der Five Eyes Staaten geht. Aber daneben wird es auch einen Termin geben mit Brandon Bryant, einem Drohnenpilot, wo wir auch das Thema geheimer Krieg aufrufen werden. Aber ich sage nicht abschließend, sondern erstmalig. Es wird sicherlich ein großer Komplex werden, dem wir uns dann vielen weiteren Zeugen und Zeuginnen nach der Sommerpause zuwenden werden. Aber ich denke auch angesichts der Brisanz, die natürlich auch in den Informationen liegt, die wir am Wochenende bei Spiegel und Intercept lesen konnten, halten wir es für wichtig, dass der Untersuchungsausschuss auch ein Zeichen setzt, dass er auch dieses Thema mit hohem öffentlichem Interesse und auch mit vielen Implikationen, also was wusste die Bundesregierung, inwieweit werden Daten des BND genutzt und ähnliches, wurde das Parlament belogen, tatsächlich auch im Untersuchungsausschuss behandelt. Dankeschön. Frau Renner, der Betreiber des Internetknotenpunkts WKIX hat angekündigt, nun gegen die Bundesregierung respektive den BND klagen zu wollen. Begrüßen Sie dieses Ansinnen oder wie schätzen Sie das ein? Die Erfolgsaussichten, Klaus Landefeld war ja als Zeuge erst in der vergangenen Sitzung da. Ja, also ich begrüße das sehr und ich glaube, es ist auch ein Erfolg des Untersuchungsausschusses, auch ein Erfolg dieses Sitzungstermines, wo wir ja sehr dezidiert auch die Details durchgesprochen haben, der Zusammenarbeit zwischen dem BND und dem Internetknotenbetreiber und auch den möglichen sozusagen Rechtsverstößen, die dort stattgefunden haben. Es geht hier natürlich auch im Kern um die Frage, werden die 10 Anordnungen missbräuchlich für andere Dinge benutzt, als auf dem Papier steht. Und wenn Herr Landefeld und vielleicht auch andere Telekommunikationsanbieter sich jetzt ein Herz nehmen und sagen, wir wollen da eine rechtliche Überprüfung herbeiführen, können wir das als Untersuchungsausschuss natürlich nur begrüßen. Danke. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Wenn man nach einem Jahr Untersuchungsausschuss ein
einen Erfolg vermelden will, dann können wir sicherlich heute sagen, dieser Untersuchungsausschuss hat es geschafft, einen ganzen Teilbereich der Fernmeldeüberwachung des BNDs, nämlich die Auslands-Auslandskommunikation, aus dem Graubereich herauszuholen und auf den Tisch der öffentlichen und parlamentarischen Erörterung zu legen. Wir sind seit unseren Anfängen mit der Sachverständigenanhörung, beispielsweise durch Professor Papier und Professor Hoffmann-Riem, mit diesem Thema befasst. Wir haben jetzt in mehreren Projekten uns detailliert mit den operativen Details der Überwachung von Auslands-Auslandsverkehren auseinandergesetzt. Und wir sind der festen Überzeugung als SPD-Fraktion, dass wir hier gesetzgeberischen Handlungsbedarf haben. Wir werden darauf drängen, dass verfassungskonforme Rechtsgrundlagen geschaffen werden, und zwar sehr zügig geschaffen werden, um diesen wesentlichen Arbeitsbereich des BND rechtsstaatlich verfassungskonform abzusichern. Wir haben gesehen, dass es bei der Frage, wie weitreichend Artikel 10, wie weitreichend unser Grundrecht gilt, es keine Unterscheidung geben kann zwischen Inländern und Ausländern. Und ich sage auch sehr deutlich, ich verbinde unser Vorgehen und auch unser Tätigwerden als Gesetzgeber mit der Hoffnung, dass es uns gelingen wird, hier internationale Standards zu setzen. Wir werden vermutlich, das sage ich nach meiner Einschätzung, wenn es uns gelingt, diese Standards zu setzen, eines der ersten Länder sein, das die eigenen Geheimdienste auch an die Verfassung bindet, wenn es um die Überwachung von reinen Auslandsverkehren geht. Das ist deswegen wichtig, weil wir als NSA-Untersuchungsausschuss natürlich auch ein ganz wesentliches Interesse haben, dass insbesondere Five Eyes-Dienste, also amerikanische Nachrichtendienste, britische Nachrichtendienste, auch die Grundrechte deutscher Bürger schützen. Und wir können nicht mit erhobenem Zeigefinger permanent über den Atlantik zeigen und sagen, ihr sollt unsere Grundrechte schützen, wenn wir es selber mit ausländischen Grundrechten nicht tun. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir diesen Schritt gehen. Ich begrüße daher auch ausdrücklich, dass die Bundesregierung nach, kann man durchaus sagen, härterem Ringen sich überhaupt mal jetzt einsichtig gezeigt hat und auch Handlungsbedarf erkannt hat, dass sie sagt, wir werden auch an einer Reform, an einer Novelle des BND-Gesetzes in dieser Art arbeiten. Der entscheidende Punkt für uns ist aber der, man darf hier nicht halbherzig sein. Man muss natürlich auch darauf achten, dass nicht nur die Rechtsgrundlage entsprechend verfassungskonform ausgestaltet wird, sondern man muss auch darauf achten, dass dieser gesamte Bereich der Auslands-Auslandskommunikation und der Überwachung dieser Kommunikation auch in die parlamentarische Kontrolle hineingebracht wird, dass es auch da keinen Graubereich gibt. Und deswegen plädiert die SPD-Fraktion sehr stark dafür, dass dies in einem Schritt zu geschehen hat. Einerseits die Rechtsgrundlagen schaffen, verfassungskonform mit klaren Bedingungen und Voraussetzungen, aber auf der anderen Seite auch dafür sorgen, dass dieser ganze Bereich dann einer parlamentarischen Kontrolle zugeführt wird. Wir können uns sehr gut vorstellen, dass hier für die G10-Kommission die entscheidende oder die geeignete Institution dafür sein könnte. Was wären denn Bedingungen und Voraussetzungen? Wir werden uns das im Detail anschauen müssen. Es ist sicherlich nicht möglich, eins zu eins die Voraussetzungen, die für die Überwachung von Inländern gelten, einfach auf die Überwachung von Ausländern zu übertragen. Da wird man sehr gut abwägen müssen, aber wir sind jetzt in einem Prozess, wo wir uns natürlich dann auch entsprechend Input holen von Sachverständigen nochmal. Und wir werden dann eine Lösung gemeinsam als Parlament, davon bin ich überzeugt, entwickeln, so dass wir dann hier auch ein hohes Schutzniveau für Ausländer haben. Und ich sage nochmal deutlich, es geht nicht einfach nur darum, jetzt als deutsche Regierung oder als deutscher Gesetzgeber vorzupreschen und ausländische Grundrechte zu schützen, sondern wir gehen hier in eine Vorleistung, weil wir genau dasselbe von anderen Ländern und von anderen Diensten in Bezug auf die Grundrechte und Daten deutscher Bürger und europäischer Bürger erwarten. Das ist das entscheidende Signal. Und wenn man so will, halte ich das auch für einen großen Erfolg dieses Untersuchungsausschusses, dass wir an dieser Stelle jetzt mittlerweile angelangt sind. Wäre, Herr Fiesek, nach Ihren Vorstellungen, wenn es eine neue Grundlage, eine neue rechtliche Grundlage gibt, ein solcher Datenabgriff wie am Knotenpunkt in Frankfurt dann nicht mehr möglich? Er wird nach wie vor natürlich möglich sein, weil wir es nicht verbieten wollen. Da, glaube ich, besteht auch Einigkeit. Es wird ein Teil immer nachrichtendienstlicher Tätigkeit sein, dass man Auslandskommunikation als Nachrichtendienst auch im Rahmen der dann geltenden Voraussetzungen zu überwachen hat.
Aber Fakt ist, dass dann Anordnungen gezielt für diese Verkehre zu ergehen haben. Das heißt, wir brauchen da auch Instrumente, die nicht nur für G10-Daten gelten, sondern die gezielt für die Auslands-Auslandsüberwachung gelten, die dann unter klaren Voraussetzungen, rechtsstaatlichen, verfassungskonformen Voraussetzungen stehen und die anschließend auch durch ein Gremium, wir schlagen hierfür die G10-Kommission vor, kontrolliert werden können und die anschließend dann auch gegenüber dem Parlament regelmäßig berichtet werden. Das halte ich für ein gutes rechtsstaatliches Vorgehen. Es geht nicht darum, diese Tätigkeit generell zu verbieten. Will der NSA-Ausschuss zu den Plänen eine eigene Stellungnahme abgeben, auf Basis der bisherigen Ergebnisse? Ich habe es jetzt Will der NSA-Ausschuss zu diesem Thema eine eigene Stellungnahme abgeben, auf Basis der bisherigen Erkenntnisse? Wir werden ja aufgrund unseres Einsetzungsbeschlusses einen Abschlussbericht schreiben und da gibt es ja den berühmten dritten Teil, das ist die Enquete-Kommission. Aber wenn Sie meine Einlassung verfolgen, dann wissen Sie auch, ich halte nicht sehr viel davon, bis zum Ende unserer Arbeit zu warten, weil ich der Meinung bin, wenn wir werden wahrscheinlich die gesamte Legislaturperiode brauchen, um unsere Arbeit zu erledigen. Das bedeutet, wenn wir kurz vor den Wahlen dann einen umfassenden Abschlussbericht bringen, dann wird das nicht mehr dazu führen, dass der Gesetzgeber tatsächlich tätig werden würde. Ich nehme die Signale aus der Bundesregierung jetzt grundsätzlich positiv auf, dass man grundsätzlich bereit ist, über eine Reform des BND-Gesetzes überhaupt nachzudenken. Ich verbinde das aber auch mit der Erwartung, dass jetzt alsbald Vorschläge diesbezüglich kommen und dass das gekoppelt wird mit der Frage, wie eine parlamentarische Kontrolle auszusehen hat, weil ich nur glaube, beides zusammen macht die Sache rund. Das eine nur zu tun und das andere zu lassen, wäre halbherzig. Vielen Dank. Ja, guten Morgen. Zunächst zur Klage, zur angekündigten Klage des T6. Wir freuen uns sehr darüber, dass man jetzt über solche Schritte nachdenkt. Wir glauben, dass diese Schritte überfällig, aber vollkommen richtig sind. Es gab von Seiten der Telekommunikationsbetreiber massive Bedenken gegen die Praktiken und auch die Anordnungen, die 10 Genehmigungen, die erteilt wurden und die dann umgesetzt werden mussten. Und es bedarf dringend einer rechtlichen Klärung, ob das so eigentlich seine Richtigkeit hat. Bedenken gibt es zuhauf und deswegen ist es wichtig, dass das jetzt rechtlich geklärt wird. Wenn hierbei sozusagen rauskommt, dass diese Dinge alle nicht rechtens sind, sage ich Ihnen, ist das ein großer Gamechanger, der da passieren wird, als Schlussfolgerung letztlich der Arbeit unseres Untersuchungsausschusses, aber eben auch der Enthüllung von Edward Snowden. Wir könnten wirklich die Chance haben, hier die Überwachungsmaßnahmen, die hier im absoluten rechtlichen Graubereich gefahren werden, grundrechtlich auf die Füße zu stellen. Das wäre gut. Wir haben ja erfahren im Untersuchungsausschuss, dass die Telekommunikationsbetreiber unter Druck gesetzt wurden, dass ihre rechtlichen Bedenken nicht ernst genommen wurden, dass man sie dazu angehalten hat, darüber mit niemandem zu reden. Das ist alles skandalös und insofern bedarf es dieser rechtlichen Klärung. Zweitens, heute werden wir vor allen Dingen von unserer Seite aus nachforschen, was eigentlich über diese ganzen Entscheidungen und Verfahren innerhalb des BND im Bundeskanzleramt bekannt war, ob im Bundeskanzleramt bekannt war, dass man sich ganz bewusst über rechtliche Probleme einfach hinweggesetzt hat und wer dafür eigentlich die politische Verantwortlichkeit trägt. Das wird heute eine ganz zentrale Frage sein, die wir hier mit den Zeugen versuchen zu klären. Zum Schluss zu der Gesetzesinitiative und den Dingen, die der Kollege Fliesek eben angesprochen hat. Ich bin ausgesprochen skeptisch, dass das, was da jetzt passiert, wirklich ein guter Schritt ist. Die Arbeit unseres Ausschusses rollt. Wir verstehen immer noch viele tatsächliche Fragen nicht. Wir haben viele Verantwortlichkeiten noch nicht geklärt. Und jetzt huscht man sozusagen schnell mit einem Gesetz vor der Sommerpause um die Ecke, um all diese verfassungsrechtlich hochbedenklichen Praktiken des BNDs zu legalisieren. Das kann eigentlich nicht die rechtsstaatliche Antwort sein. Im Grunde holzt man eins zu eins weiter in diesem Grundrechtsbereich rum, wie man es die letzten Jahre gemacht hat. Und das ist schlichtweg inakzeptabel. Das wird man auch
der Diskussion, glaube ich, am Freitag stark anmerken, dass es da durchaus zwei Meinungen gibt. Das saubere Verfahren wäre, meinetwegen einen Zwischenbericht zu machen unseres Untersuchungsausschusses und auf dessen Grundlagen dann rechtliche Änderungen vorzunehmen, die Kompetenzen des BND klar einzuhegen und die verfassungsrechtlichen Bedenken, die wir hier erzählt bekommen haben, von den Sachverständigen tatsächlich in Gesetzesform zu gießen, um am Ende zu weniger Massenüberwachung zu kommen und vor allen Dingen die Anlasslosigkeit der Überwachung, die eben nicht rechtsstaatlich ist, der Einhalt zu gebieten. Das wäre die parlamentarische Konsequenz aus unserer Arbeit. Vielen Dank, einen schönen Tag. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Wir werden gleich in der Beweisaufnahmesitzung zwei Zeugen hören. Wir werden mit Herrn Dr. Bartuzzi, jemanden aus der Leitungsebene des Kanzleramtes, bei uns haben, der die Fachaufsicht über den BND ausgeübt hat, dessen Abteilung die Fachaufsicht über den BND ausgeübt hat, und wir werden uns da erläutern lassen, wie genau dies vollzogen worden ist. Wir haben im Anschluss den ehemaligen Präsidenten des BND Urlaub bei uns und damit einen Zeugen aus der Bauspitze, aus der politischen Ebene auch, der vorher auch im Kanzleramt mit dem BND befasst war, und werden uns da mit Fragen befassen, wer denn die politische Entscheidung auch getroffen hat, die Projekte, die wir hier diskutieren, in Angriff zu nehmen, wie die politischen Diskussionen waren, aber auch wie die rechtliche Diskussion im BND verlaufen ist, sind und wie die Hausspitze des BND bei der Anbahnung dieser Projekte auch eingebunden war. Was die Arbeit des Untersuchungsausschusses angeht, haben wir immer betont, dass wir sorgfältig arbeiten wollen und den Untersuchungsauftrag ernst nehmen. Wenn jetzt rechtliche Klarstellungen, die sich die Bundesregierung angestrebt hat oder anstrebt, in der Diskussion stehen, wollen wir uns diesem auch nicht verschließen. Wenn es vernünftige Klarstellungen gibt hinsichtlich der Befugnisse des BND, sind wir da gerne bereit, auch zu diskutieren. Unsere Arbeitsgruppe hat angeregt und wir haben heute auch einen Zeugen beschlossen, der zur Diskussion, ob aus Rammstein Drohnenangriffe gesteuert wurden, seitens der Amerikaner Aussagen kann, zu vernehmen. Wir haben den Zeugen Brian heute beschlossen und wollen damit in dem Themenbereich geheimer Drohnenkrieg auch einen Einstieg finden, uns dann in der Sommerpause weiter mit diesem Themenbereich zu befassen und danach den Themenbereich zu beantworten. Wenn Sie sagen, Sie sind bereit für rechtliche Klarstellungen zu diskutieren, wenn die Bundesregierung das vorschlägt, welcher Meinung sind Sie denn? Muss man diskutieren über das, was den BND anbelangt, was der Untersuchungsausschuss hier im letzten Jahr untersucht hat und das, was die Verfassungsrechtler ja auch einen Graubereich genannt haben? Es sind sicherlich einige rechtliche Fragen jetzt in der Diskussion. Unserer Auffassung nach hat der BND im Rahmen seiner Aufgabenerfüllung im Rahmen der verfassungsrechtlichen Gesetzesgrundlage gehandelt. Gleichwohl gibt es, wenn es um die Kommunikation von Ausländern im Ausland geht, ebenfalls Klarstellungsbedarf, den wir uns verschließen wollen, ohne jetzt genaue Kenntnisse zu haben, was genau geändert werden soll. Eigene Vorschläge haben wir noch nicht erarbeitet. Also das heißt, Sie können anscheinend auch mal direkt ins BND, was die Auslandskommunikation eher einschränken oder ausweiten. Also es wird sicherlich nicht aus unserer Seite, eine Amputation der Rechte des BND gehen, sondern um eine Klarstellung und gegebenenfalls auch um eine stärkere parlamentarische Kontrolle, die ja jetzt auch schon stattfindet, auch im Bereich der Auslandskommunikation, etwa durchs BKGR. Das heißt, Sie begrüßen eigentlich auch die Überprüfung durch das wahrscheinlich dann spätestens Bundesverwaltungsgericht aufgrund der DKIX-Klage? Natürlich begrüßen wir das. Es ist bei so Fragen immer richtig, auch eine höchstrichterliche Rechtsprechung und Meinung zu haben.